Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier diese, ich weiß nicht, was das sein soll, ja, Stahlwerke, wollte ich sogar sagen, hätte ich es mal gesagt, betreten. Hier sind ein paar Pyromanten, die uns ordentlich Feuer unterm Winter machen. Und ja, wir sollen hier rausgehen, aber wir müssen ja eigentlich auch hier rausgehen können, ne? Vor allem hier ist noch eine Tür versperrt, deswegen gucken wir mal. Cool. Ist ja eigentlich auch reingekommen, oder? Schwere Waffen sind für gewöhnlich groß, okay? Boah, ist hier kein Scheiß. Sperrig und extrem wirken zu Alter 10 unter anderem Breitseiter, Fatman, Breitseiter sollte ich auch mal wieder mitnehmen. Flammenwerfer, Gatling Laser, Miniguns und Raketenwerfer. Gatling Laser haben wir noch nicht, oder? Ich glaube, ich konnte einen kaufen hier bei der Bruderschaft. Wenn beide Arme unbrauchbar sind, stimmen die meisten nochmal auf ihren Gegner zu und starten Selbstzerstörungssequenzen. Oh. Gut zu wissen. Ja, okay, wir sind hier am Dach, da müssen wir ja eigentlich irgendwo hinkommen. Wo wir hin müssen und so. Degen, pass auf, hier ist Feuer. Degen? Okay, dann gehe ich wieder raus. Habe ich mal getroffen. So ist ausgegangen. Verdammt. Oh, da auch soll ich. Oder was? Selig. Ich will dich nicht nervös machen, aber ich glaube, wir sind glaubst du? Ist nicht das erste Feuergefecht, du Penner! Oh Gott. Geht da kommen. Geil. So kann man auch jemanden töten, gut. Das war natürlich voll geplant, ja, ne? Bitte, natürlich war geplant. Die Mine schon gesehen, bevor ich da aufgetreten bin, ja. So. Was ist denn da ganz oben? Das sieht schon wieder so verdächtig aus. Hui, na? Sieht mal heiß aus. Lass mal baden gehen. Da ist jemand drinne, was? Da ist noch jemand drinne. Natürlich ist da noch jemand drinne. Ja, so als würde irgendwie so bei über 1000 Grad hier nicht schmelzen oder so, ne? Gott. Dann. Was ist? Was ist? Musik macht mir nicht so Angst. Ich höre einfach so. Dun, dun. Jetzt wird hier voller Megaboss auf mich warten. Ich glaube langsam, ich bin ja doch falsch, aber was? Ich müsste doch auch da draußen kommen, oder? Jetzt will ich noch da oben hin. So, hi. Drüben ist da irgendwas, oder? Oh Gott. Oh Gott. Heiß, heiß, heiß. Boah, ich bin echt am. Ja, komm, so ganz langsam verbrutzelt. Ist aber nix, glaube ich. Ich kann gar nicht hier drauf. Ja. Scheint aber nichts zu sein.
Mach schon einen Versuch. Ha. Jetzt komme ich da nicht rüber. Super. Das war echt nix. Mann. Okay. Dann sind sie Sachen dann schon wieder Sachen hingepackt. Nun sag mir nicht, du bist da reingefallen. Degen? Ich glaube, da ist volle Möhre da reingefallen. Erschreckt. Ich bin ein großer Fan von Saunas, aber das hier ist irgendwie eine andere Liga. Dann gehen wir eben in diese eine Tür rein. Wo ist sie? Dann gehen wir eben da hinten rein. Muss wohl irgendwo nach innen führen, wahrscheinlich. Ja. 6 Minuten irgendwie irgend so ein Stuss gemacht nur. Aber muss ja auch sein. Projekt wird noch lang sein. Ah, da geht sogar noch weiter. Ist der Hochofen, oh Gott. Einer versucht abzuhauen. Töte ihn. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Swag und wir sind die Geschmiedeten. Und du bist jemand mit Mumm. Das gefällt mir. Siehst du, Jake, hier ist jemand, der meine Zeit wirklich Du hast ein geiles Schwert. Wertschätzte. Nicht wie du. Sie Aber werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Kannst mal weitergehen? Ich habe noch wirst zu tun. Du tun, Jay? Ich wollte nur für meine Familie sorgen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Letzte Chance, Jake. Wenn du ihn nicht tötest, jetzt haben die Raider Power-Rüstung. Verdammt nochmal. Eins. Hilfe! Zwei. Drei. Was schon? Was? Ich kann nichts sehen. Alter. Was soll ich denn dagegen machen? Fusionskern. Ich kann seinen Fusionskern abschließen. Alter. Ich weiß nicht, mit wem ich hier anfangen soll, ehrlich gesagt. Oh, nee. Gut gemacht, die. Hm? Was soll der Falsche? Oh. Nein. Oh, sehr angenehm. Au. Oh Mann. Okay. Oh, ich weiß nicht. Warte mal, Kindwerfer. Wie sehe ich denn aus? Was? Er ist einfach nur reingeschubst, oder was? Sein, wenn du es hierher Klar. Oh, das waren deine Leute? Ich dachte, die wollten mich zum Grillen einladen. Ha, ich mag deinen Stil. Ist schon etwas her, seit jemand den Mumm hatte, so mit mir zu reden. Siehst du, Jake, hier ist jemand, der meine Zeit... Aber werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wollt. Dinge von deiner Familie zu schicken. Mhm. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert... Töte den Gefangenen und zeig mir... Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute... Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder... Oh Gott, was soll ich tun?
Geh weg, Jake. Das musst du nicht tun. Bitte, lass mich gehen. Was wirst du tun, Jake? Ich will das nicht tun. Du möchtest das nicht tun. Ich will nur nach Hause. Letzte Chance, Jake. Wenn du ihn nicht tötest, bevor ich dich reize, ist es vorbei. Jetzt haben die Raider Power-Rüstung. Verdammt! Was ist das? Ich hab eine Familie zu versorgen. Oh. Ihr kommt mit Flammenwerfern, dann komme ich mit Raketenwerfern. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Boah. Was ist denn der Jake? Hab ich ihn schon wieder getötet? Oh Mann, Hilfe. Wo ist denn der Jake? Da. Oh, verdammter Dreck. Kann mir einer sagen, warum ich wieder nicht gefallen bekommen habe? Alter! So gerade den. Nein. Alter! Auch mit dem riesigen Schaden. Auf so Posen. Boah. Dreck. Raketenwerfer lief irgendwie. Flammenwerfer machen mir viel zu viel Schaden. Was hat dir nicht gefallen? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Boah. Ist da, boah, der ist da wieder reingefallen. Was zum? Was ist denn hier los? Ist da noch ein normaler Siedler oder was? Ich weiß nicht, wenn ich da immer treffe. Oh, Alter, ich krieg hier viel zu viel Schaden. Ja, nur hinzulaufen ist, glaube ich, auch nicht so gut. So, einer ist weg. Oh Gott. Haben wir, ne? Oh mein Gott. Das ist der eine Typ. Alter. Sehr. Wow. Er hat sich den Flammenwerfer gekrallt. Eine Raider Power-Rüstung? Jetzt gerne. Der zuckt gar nicht mal. Dadurch.
Oh mein Gott. Dönermesser, was? Okay. Du bist wirklich gründlich, weißt du das? Warte. Hey. Warte, warte. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ich war in Panik. Ich helfe immer gern. Wie konnte ich denen nur beitreten wollen? Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Ich hab zwar kein Recht, dich darum zu bitten. Aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Okay. Raider Power Armor. Ich möchte das Ding haben. Hey. Mal Zeugs für mich schleppen. Oh Mann. Was ist los? Dönermesser, zeig mal. Ich werde aber nicht abgeben, das sieht geil aus. Ist aber keine einzigartige Waffe. Boah, der erinnert mich voll an der Chish-Kebab aus, Fallout 3. Boah, das vermisse ich voll, ey. So eine selbstgebaute Feuer. So ein selbstgebautes Feuerschwert. Das war eine geile Waffe. Ich gebe die doch nicht direkt wieder ab, hallo. Ich werde erstmal ein paar Leute damit töten. Und mich auch verbessern oder sowas. Liegt da was? Das ist ein Gewehr, ne? Aua. Okay, da war ein stressiger Kampf. Du bist der eine Typ, der hier ist tot. Pff. Oh, hi. Ausgezeichnet. Es sind keine Puppen. Es sind Actionfiguren. Du hältst Dauer auf plus 15 Schaden mit Sprengstoff. Da, sowas möchte ich haben. So dauerhaft. Und nicht einfach nur per kritische Treffer oder so. Warte mal. Partystarter tut er jetzt auch mehr abziehen? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 346, weiß ich nicht. Muss ja eigentlich hochgegangen sein dann. Wie schön. Okay. Dieser Brechen anstatt immer schärfer zu werden. Haben ein Nachbar getroffen. Scharfsinniger. Ab ein paar von den zwei Namen bestanden, lizenziert geschmierte Material. Jared. Kenn ich. Habe ich glaube ich erledigt, ne? Okay, solchen Typen, falls die mir irgendwie angeboten hätten, vielleicht hätte ich ja einen Siedler irgendwie erledigen können, dann hätten die mich irgendwie zum Dings gemacht. Zum Geschmiedeten, aber ich will denen gar nicht beitreten. Ein paar Irre, die mit Feuer um sich werfen, ne. Muss nicht sein. Okay, stimmt. Da war ja noch was. Dann gehen wir mal zu Captain Zhao oder Jar oder was. Wandschmuck. It is terrible. This is le terrible. Ja, das Schwert werde ich erstmal ein bisschen einkassieren. Aber das ist eine normale Waffe, also scheint das
Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht. Er hat ja keinen Effekt, also muss es davon mehrere geben, so wie bei Todesklauen. Todesklauenkralle. Oder? Todesklaue oder Todeskralle? Todeskralle, ne? Nee, Todesklaue. Boah, keine Ahnung. Ist auch egal. Die großen Viecher, die mich immer töten. Bis auf der letzte Viech. So. Dann gehen wir mal zu dem Schiffsheini. Zu die Yangtze. Und hoffen, dass wir dann fertig sind hier mit der Mission schon mal. Und Erfahrungspunkte abstauben können. Irgendwie sowas. Hautroller. Ja, ich kann ja einige meiner Power-Rüstungen so ein Ding geben, so eine Lackierung. Ich glaube, in dem Patch erreiche ich nicht mehr Level 39, außer ich kriege jetzt wirklich so einen riesigen Haufen von Erfahrungspunkten. Das wäre sehr schön. Könnte ich ein paar Tage hier die Aufnahme beenden. Die Session. Aber wir werden sehen. We shall see. And thou shall know. So, Erfahrungspunkte. Kaum zu glauben, dass das hier immer noch funktioniert. So, gib mir einen riesigen Batzen Erfahrungspunkte. Hast du Dämpferspule? Ha! Yushu, Yushu! Und jetzt Nuklearbrennstoff. Was? Und wo kriegst du den her? Das ist die alles entscheidende Frage. Vor 200 Jahren habe ich alle Atomraketen von Yangtze abgefeuert, wie befohlen. 200 Jahre habe ich mit Schuld gelebt, mit Scham. So viel Tod, so viel Bay. Aber eine Rakete ist nicht gestartet. Geh nach unten, entferne Sprengkopf und bring ihn mir. Okay. Ich kümmere mich drum. Ich bewundere deinen Mut. Während du Sprengkopf holst, ich bereite Reaktor vor. Aber jetzt muss ich dich warnen. Da ist Gefahr. Wixen, alte Männer noch da unten. Sie sind nicht okay wie ihr Captain. Schlimmer. Sie tun mir nichts, aber dich töten sie. Ich kann sie nicht töten. Sie sind meine Männer. Meine Familie. Schatting, wie alle. Aber du musst tun, was du tun musst. Okay. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Aber ich würde dann sagen, wir gehen dann jetzt zur nach Hause erstmal und tun dann, weiß ich nicht, die Power Armors und sowas weglegen, die Wackelpuppe und die Magazine alles verstauen. Ja, okay. Weil mehr schaffen wir heute nicht mehr. Ich glaube, ich kann nicht schnell reisen, wenn ich verstrahlt bin, deswegen lass mich hier rein und gehen wir mal hier hin. Oh, der Saufkumpan ist da, gut. Kann ich dann auch jetzt zur Dingens hinschicken, wenn der mir nichts bringt. Ja, wenn die Quest die ganze Zeit offen ist, dann brauche ich den auch nicht in meine Dingens haben. Außer ich kann ihn im Nachhinein noch bei mir stationieren. Wenn man vorstellt hat, weiß ich nicht, McCready oder so vielleicht ein cooles Getränk haben möchte. Oder Dogmeat. Weiß ich nicht. Mal schauen. Da sehe ich irgendwie Dogmeat so betrunken in meinem Bett. Also gut, dann. Wow,
Immer ist es hier am Regnen, wenn ich hier hinkomme, aus irgendeinem Grund. Da. Twilight, könntest du bitte draußen bleiben? Gut. So. Was haben wir denn hier? Diverses. Sprengstoff, oder? Ne, Sprengstoff. So. Oha. Ich glaube, ich kann die irgendwann noch mal neu anordnen. So. Deacon, du hast noch ein paar Power-Rüstungs. Brauchst du etwas, Monsieur? Du hast noch einige Power-Rüstungsteile. Wo ist er? Komm her. Deacon, komm her. Ja, lass dir Zeit, hey, genau. Seth. Okay. So, T51 Raider Power Armor und Raider Power Armor 2, ne? So, zeig mal. Raider Power 2, linker Arm, ja. Rechtes Bein, rechter Arm, linkes Bein. Oh, komplett. Ne, der Helm fehlt noch. Da, so rechter Arm, rechtes Bein, rechtes Ding. Okay. Sehen wir mal, was ich hier mal offscreen mache. Ach, der Lendenschutz, genau. Irgendwelche Waffen, die ich erstmal wegpacken kann. Der Flammenwerfer. Dann weg. Das kam weg. Das kam weg. Ups. Kann ich das verbessern, das Ding? Casa del Deacon. Ja, ist schon. Ich glaube, er kann erstmal weg. Oh. Das ist ein Questgegenstand. Super, dann kann ich halt nur abgeben. Okay, was noch? Und nix, ne? Jetzt all meine Sachen hier. Ich wiege immer noch so viel hier. T51, 45. Habe ich, glaube ich, auch voll, ne? 51 hier. Nee. T45B ist das, okay. So. Okay, und das Problem ist jetzt, weil ich das Ding mal geklaut habe, anscheinend, ist das jetzt immer als geklaut angezeigt. Das heißt, das Ding muss ich irgendwann mal wegpacken, wenn ich ein neues habe. Dann habe ich eine T45, T45B. 220. Okay, ist stärker, aber ich glaube, die ist auch ein bisschen verbessert oder so, ne? Da haben wir schon 6 verschiedene Power-Rüstungen hier und ich glaube, nur 2 sind komplett bisher. Ja, der Helm sieht auch irgendwie nicht so aus, als würde der hier dazu passen. Der Arm auch nicht. Ja, mach die mal platt. Wer wagt es denn hier, meine Basis anzugreifen? Ich schwind doch wohl. So, ich kann dann den Party auch beenden. Da seht ihr nichts mehr. Gut, dann beende ich meinen Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.